Hallihallo, ich freue mich heute, habt ihr vielleicht schon mitbekommen, wir haben einen Online-Shop eröffnet und ich möchte euch heute mal zeigen, was es da alles so gibt, so grob und wie das funktioniert, weil der Shop hat nämlich eine Besonderheit, die glaube ich nicht jeder Shop hat, aber das sage ich euch gleich. Viel Spaß! Ja, warum haben wir den Shop gegründet? Tatsächlich, weil wir einfach Bock drauf hatten oder weil ich drauf Bock hatte. Ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, habe da auch eine Online-Plattform gefunden, wo das recht easy funktioniert. Wir haben unser YouTube-Logo ja entwerfen lassen mit Kuba als Cartoon, wo auch hier Franchisierungstipps drüber steht. Wir wollten das Ganze aber noch so ein bisschen neutraler gestalten und haben uns dann den Kuba nochmal als Logo machen lassen und das ist dabei rausgekommen. Und dieses Logo gibt es in schwarz, schwarzer Hund auf hellem Hintergrund und kommt auch noch in weiß in den Shop. Eben weil modern, weil trotzdem Kuba, also der ein oder andere mag es vielleicht erkennen, aber halt ohne dieses bunte und Franchise-Erziehungstipps dabei. Einfach um das ein wenig neutraler zu gestalten. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere das ganz cool findet und vielleicht bestellt. Ja, das war so die Intention dahinter und was wir so gemacht haben. Ja, ich würde euch dann einfach gleich nochmal zeigen, wie ihr da hinkommt und was ihr da machen könnt und was vor allem die Besonderheit ist bei dem Shop. Ich glaube, das weiß nicht, ob man das bei jedem anderen Shop machen kann. Bei dem geht es auf jeden Fall und das finde ich total cool. Und wenn ihr dran bleibt bis zum Schluss, haben wir noch ein Shop-Eröffnungs-Überraschungspaket für euch. Und das gibt es aber erst am Schluss. So, wie kommt ihr da hin? Und zwar könnt ihr einfach auf franchiseerziehungstipps.myspreadshop.de gehen. Da kommt dann die Startseite von unserem Shop. Also wie gesagt, das ist eine Plattform, die ich einfach gewählt habe. Und das ist halt von dem Aufwand her sehr angenehm. Gibt es so eine kleine Vorschau, was wir da alles haben. Auch die Designs und so. Ihr könnt euch auch mehr anzeigen lassen. Ihr könnt euch auch durchseppen, Männer, Frauen, Kinder, Accessoires und so weiter. Wir haben da so eine kleine Auswahl, oder sagen wir mal, das Gröbste haben wir abgedeckt. Es kann sein, dass immer mal wieder was dazukommt, irgendwie eine Tasse mit einem Bulli oder so, eine Schürze, eine Tasche. Also da sind wir noch, da haben wir noch Luft nach oben. Wir haben mal das Wichtigste so abgedeckt, also jeweils Kind, Frau, Mann. T-Shirt, Hoodie, Langarm, Kapuzenjacke, eine Basecap haben wir drin und einen Babystrampler. Also das ist mal so das, was wir so haben. Das Ganze haben wir eben mit dem neutralen, coolen Logo und mit unserem Franchise-Erziehungstipps-Logo und gemischt mit vorne dem Bulli und hinten das Logo auf dem Rücken. Das ist jetzt mal so das, was wir haben, kann aber durchaus oder wird auch mehr werden. Und wenn ihr Vorschläge habt, gerne in die Kommentare, dann gucke ich, ob ich das umsetzen kann. Genau, so, jetzt mal zu dem Besonderen in dem Shop, was ich ganz cool finde. Wir klicken einfach mal, nein, stopp, bevor wir anfangen. Ihr kommt natürlich auch von Instagram und von Facebook dahin. Und zwar, ich zeige euch das kurz, habe ich alles zugemacht, habe ich. Ihr geht auf Facebook, auf unsere Facebook-Seite. Da gibt es einen Button für Shop, das sind wir jetzt, dann klicken wir so einen Artikel an, dann hat man so eine grobe Auswahl von Farben und so weiter und Größe, aber letztendlich ist das nur quasi ein Abbild von dem Shop, was Facebook da drin hat. Also ihr könnt auch nicht über Facebook bestellen, sondern ihr müsst dann eben, wie hier auf im Facebook-Shop, genauso ist es auch im Instagram-Shop, auf Webseite ansehen, dann kommt ihr eben auf unseren Shop und dann könnt ihr auch Farbe auswählen und Größe auswählen und... Also ihr seht es hier, sämtliche Farben oder bis viele Farben, sämtliche Größen. Das ist jetzt ein Kinderhoodie, geht also von 98 bis 164. Das ist, denke ich, eigentlich auch alles dabei. Es ist eine Masterbelle dabei, da könnt ihr nochmal eben gucken, passen die Längen und so weiter, könnt abmessen. Also finde ich tatsächlich ganz cool. Was ich aber am allercoolsten finde, ist, ihr könnt euch, egal was ihr bestellt, T-Shirt, Hoodie, Kapuzenjacke und so weiter, könnt ihr das personalisieren und könnt dann sagen,
können dann sagen, oh, der Kopf da ist mir zu groß da in der Mitte, ich möchte ihn weiter links, ich möchte ihn weiter rechts, ich möchte ihn kleiner haben, ich möchte ihn größer haben. Ihr habt außenrum das große Viereck, wo euch quasi den Druckbereich anzeigt. Nur da könnt ihr euch frei bewegen. Ihr könnt aber auch hergehen und könnt zusätzlich noch ein Bild von euch hochladen, das damit drauf gedruckt wird. Oder einfach nur einen Text vielleicht hinschreiben, hier Beispieltext. Beispieltext übernehmen und dann könnt ihr euch den auch hinziehen, wo ihr wollt. Ihr seht es auch, ihr habt so Hilfslinien, das wäre jetzt mittig, das wäre jetzt auch mittig und dann sieht das Ganze halt so aus. Ihr könnt auch die Farbe noch ändern und so weiter, genau, Design und Text und ihr könnt auch, wenn ich mich nicht täusche, genau hinten, seitlich könnt ihr noch was, so, genau, also ihr könnt vorne das Ding bedrucken, ihr könnt es hinten bedrucken und ihr könnt euch seitlich auch noch was draufdrucken, könnt, also da seid ihr frei, könnt ihr auch einen Namen, irgendeinen Text oder ein anderes Bild oder so, könnt ihr da noch ergänzen und so. Finde ich persönlich ganz cool, weil so wird eigentlich jedes Stück quasi zum Unikat. Das finde ich ganz cool. Und letztendlich halt einfach auf Bestellen und ja, den Anweisungen folgen, sage ich mal. Das ist ja, sollte ja jeder aus jedem Online-Shop, sollte das ja bekannt sein. Genau, das war es eigentlich auch schon. Ich kann euch nochmal zeigen, ja, wie gesagt, auf Facebook sieht das Ganze dann so aus, wenn es die Seite ist, einfach auf Shop. Das ist jetzt meine Anzeige, das ist ja weg doof, aber der kommt eigentlich auch in der Stadtseite schon. So eine grobe Übersicht, ihr könnt euch alles anzeigen lassen. Da sieht man jetzt auch schon das French Erziehungstipps Logo, auch eben, ich mache es mal auf, vorne klein auf der Brust, das andere vorne auf der Brust, genau. Wenn euch die Position nicht gefällt, wenn euch die Größe nicht gefällt, wie gesagt, einfach auf Personalisieren, macht es kleiner, schiebt es hin, wo ihr wollt, setzt euren Namen drunter, drüber, völlig egal, oder den Namen von eurem Hund, total egal, könnt ihr alles machen. Wir haben Bandanas, heißen die so, ja genau, haben wir auch, die fallen aber ziemlich groß aus. Also ich habe schon eins in der Hand gehabt, bei einem halbjährigen Junghund, Bulli, der ist fast verschwunden. Also ihr müsst da gucken, auch da gibt es dann, ich gehe jetzt mal in den Shop rein, ich versuch's zumindest, jawohl, und auch da gibt es die Maßtabelle und dann sagt er halt, pass mal auf, das ist 86 cm breit und 40 cm lang. Also ich würde jetzt eher fast sagen, für einen Bulli vielleicht nicht ganz so geeignet, außer mehr als, ja, so eine Frühjahrsjacke vielleicht, weil der bei 40 cm ist der ganze Rücken einfach bedeckt. Also da vorsichtig sein, aber wenn ihr einen anderen Hund habt, nimmt es, schmeißt mein Design runter oder macht es klein, tut noch was anderes mit dahin. Und dann ist es auch gut. So, jetzt gehen wir nochmal auf Insta rein. Auch da haben wir den Shop. Und da ist es, also es ist letztendlich Facebook und Instagram, ist ja alles eins. Das schaut alles gleich aus, da ist die Basecap. Beziehungsweise eine Snapback. Entschuldigung, bin ich nicht up to date. Das ist eine Snapback, keine Basecap. Auch die ist vorne und seitlich bedruckbar. Könnt ihr auch wieder anpassen, wie ihr wollt. Ihr müsst halt tatsächlich einfach immer auf Webseite ansehen, weil Facebook da nichts verkauft. Das ist quasi nur eine Spiegelung von dem Shop. Genau. Im Zweifelsfall kommt hier so eine Datenschutz-Dingens da. Aber sollte man auch kennen, wenn man im Internet unterwegs ist, einfach annehmen, fertig oder über die Einstellung gehen und so weiter. Genau, so, das war's vom Shop. Wie kommt man dahin? Was haben wir alles? So eine grobe Übersicht. Ich freue mich drauf, wenn es jetzt losgeht. Wir haben da doch schon Arbeit reingesteckt und finden es ganz cool. Schaut euch an, ihr müsst nichts kaufen, ihr könnt kaufen, steht euch frei. Reich waren wir dabei auch nicht. Wir haben es einfach nur, weil wir es einfach, ja, weil wir Bock drauf hatten, haben wir das gemacht. Genau, ich würde mich freuen, wenn ihr entweder hier oder Facebook oder Instagram, wo auch immer, einfach mal ein Feedback gebt, wenn ihr was bestellen solltet, wie denn das
Material ist, Qualität und so weiter. Wenn ihr nichts bestellt, einfach nur mal so Tipps loswerden. Hat euch gefallen der Internetauftritt? Fehlt euch was an Produkten? Fehlt euch Farben und so weiter? Fühlt euch frei und gebt euren Dings freien Lauf und kommentiert fleißig. Nur so können wir dann auch besser werden. Und wenn was fehlt, können wir es ergänzen. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich. Kuba ist aus dem Häuschen, der schläft schon 2 Tage nichts mehr. Ja, wird schon. Viel Spaß dabei. Und jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Und zwar zum Anlass der Eröffnung quasi des Online-Shops. Also jetzt schon, wenn das rauskommt. Morgen vielleicht, Freitag, Samstag, je nachdem. Ist der schon online. Ihr bekommt zur Eröffnung des Shops 15% Rabatt. So eine Aktion wird es auch immer wieder mal geben, also entweder 15% Rabatt, 20% Rabatt oder versandkostenfrei. Da bin ich flexibel, das werde ich ab und zu mal raushauen und euch natürlich selbstverständlich in Stories auf Facebook und Insta, die Kimi macht ja Insta, auf dem Laufenden halten und euch immer mal daran erinnern, dass es da was gibt. Ja, das war es eigentlich auch schon. Ich finde es cool, ich freue mich. 15% Rabatt von Freitag bis Montag. Also vom 14. bis zum 17.01. 15% Rabatt auf alles im Shop. Genau, so, habe ich was vergessen? Nein, alles drin? Sehr gut. Dann viel Spaß beim Stöbern. Kritik und Feedback bitte direkt an uns. Du willst wieder mal auf die Kamera, ja. Direkt an uns, Kommentare schreibt uns an WhatsApp, E-Mail, Facebook, Insta, YouTube-Kommentare, alles gern gesehen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und ja, in diesem Sinne, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.